Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3 mit der lieben Mose. Yay! So, wir müssen jetzt, also erstmal die ganzen verlorenen Sachen, schauen wir mal an. Drei Sachen. Das müssen wir dann noch, also ich bin voll. Das müssen wir dann mal schauen, wie wir das... Achso, ja, ich habe ja dieses blöde... Ja, sonst habe ich... Stylisch und tödlich. Genau. So, ja. Wir haben ja letztes Mal die Ava. Willkommen. Mehr oder weniger, gerettet, also ihr Privatleben. Ich habe die nicht markiert, ne? Was er da daran Schrott ist und was nicht. Also ich habe gerade die Pumpgun und dann 88. Warte mal, hä? Wieso habe ich ja hier ein, so ein... Warte mal, 88 und... Ist jetzt halt der Sniper hin? Ah, hier. Wieso habe ich nicht den? 10 kritischer Treffer. Das ist doch viel besser. Okay. So, dann schauen wir mal hier. Pumpgun. Sind alle schlechter. 65 mal 5. Das ist 90 mal 3 natürlich viel besser. Und hier, was habe ich da gerade? Oh, plus 3, plus 2. Ja, gut. So, jetzt kann ich alles verkaufen. Flap. So, wie viel Kohle habe ich denn jetzt? 29.000. Sehr schön. SDU steht für super duper umwerfen. Du brauchst es einfach. Gut, mehr kann ich nicht kaufen. Jetzt hole ich ja die, Nutze Feuerstoß, will ich nicht. Ah, das ist sogar der Zoom besser. Ja, okay. So, jetzt hole ich mir noch die da und verkaufe die auch. Und dann geht's weiter. Hui. Ich wollte nicht die Treppe nehmen, das ist ja langweilig. So. Auf einen wunderschönen Tag im Militärkomplex. Habe ich nicht drei Sachen aufgenommen? Oh, okay. Mit dir mache ich immer gerne Geschäfte. Ich langweile mich so. Vielleicht sollte ich was abschießen. Okay. So, nach oben. Zum Deck. Ah, jetzt ist der Raum. Ah. Hier ist das da, hier ist das da, hier ist die Pflanze, hier ist das. Malion wird zweimal nachdenken, bevor sie sich wieder mit Athenas anlegen. Keyboard, Gitarre. Und das war's. Danke! Folgender Vorschlag: Du erfreust dich an diesen Waffen und ich verbrenne mein Tage, ich meinte Notizbuch, und wir beide sprechen nie wieder darüber. Cool? Cool. Waffen? Aber ja, wahrscheinlich, ja, sie hat uns ja letztes Mal ihr Waffengeheimversteck gezeigt, was ziemlich super war. Achso, Metro, Lasertag im All. Wart ihr schon mal beim Lasertag? Das ist richtig geil. Ja, zu früh abgewogen.
Warte mal, was haben wir denn für Quests gerade? Achso, das nur noch die. Okay, alles klar. Dann soll es so sein. So. Achso, X war's, ne? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Promethea und Median-Komplex. Und wo dahin? Keine Ahnung. Mal schauen. Kammerzeit, Baby! Treff mich bei Startrampe 7. Oh. Mali One hat den Laser abgeriegelt. Deine Landekapsel käme nie an den Sicherheitsvorkehrungen vorbei. Aber ich habe ein hochmodernes Atlas-Schiff mit Tarnvorrichtung. Der Plan lautet, zur Orbitalplattform hochzufliegen und den Laser zu zerstören, bevor Katagawa erfährt, wer es war. Na, ist ein... Ui. Ist ein... Hey, du hast ein Fragment gefunden. Machst du dir deinen eigenen Kammerschlüssel? Das macht Spaß. Weißt du, was wir gemacht haben? Eine stets hungrige Horde gieriger Anhänger zusammengestellt, die in unserem Namen durch die Galaxis fegen und alles umnieten. Kleiner Tipp, wenn du mithalten willst, solltest du Leute rekrutieren und dich deine Waffe polieren. Das nennt man Strategie, du Ass. Schau nur, während wir plauderten, haben sich 1000 weitere Banditen mir verschrieben. Ha, sehr gut. Ah, ich hab Hunger. Ja, okay. Ja, wir müssen hier lang. Schade. Willst du mich verarschen? Hä? Hä? Wieso greift mich hier mein Auto an? So ein Scheiß. Ein Kurzschluss. Ah ja, genau, stimmt. Hier waren wir ja schon. Und Hachi. Ja, ist ein bisschen zu großer Zoom jetzt, ne? Uah, hör auf damit. Benehm dich. Welche Geschichte? Gut. Da kommt doch sicher jetzt welche raus, ne? Nein? Gut. So, dann wollen wir mal weiter schnabenzeln. Aber wir holen uns natürlich noch die Waffen. Ah, naja. Nee, tun wir nicht. Wohin geht's hier? Ah, so wäre es auch reingegangen. Alles klar. Alles klar. Hui. Wir kommen jetzt zu Startrampe 7. Da vorne steht er schon, ja. Da bist du ja. Mein Hola. Schiff ist da vorne. Hochmoderne Atlas-Tarnvorrichtung. Hier lang. Nein, 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 nein. Ja. Katagawa! Reese, mein Freund. Hast du über die bedingungslose Übernahme nachgedacht? Oder brauchst du noch eine Ohrfeige von deinem alten Kumpel Laseroid, um deine Meinung zu überdenken? Fick dich! Komm einfach mit dem Vertrag vorbei, wenn du soweit bist. Ich freue mich darauf, Atlas in der Maliwan-Gruppe aufgehen zu sehen. Oh, du kannst auch Zero mitbringen. Ich wette, das interessiert ihn. Lieber sterbe ich, als Atlas diesem aufgeblasenen Sesselpupser zu überlassen. Neuer Plan. Neuer Plan. Wir stehlen ein Maliwan-Shuttle mitsamt der Sicherheitsprotokolle. Hier, nimm. Also, das Viper-Laufwerk ist Atlas' moderne Form des Remote-Hackings. Oh ja. Damit stehlen wir ein Maliwan-Shuttle. Machst du mit? Ja, natürlich. Aber sicher. Kurze Frage. Ist dieser Schnäuzer zugelassen?
Konzentrier dich! Finde einfach ein Maliwan-Shuttle und stecke das Viper-Laufwerk ein. Ich mach den Rest. Ist der Schnauzer zugelassen? Okay, Zeit, dass Sie müssen wo rein, wo Sie unerwünscht sind. Das Viper-Laufwerk von Atlas hilft. Hochmodern. Wir sind drin! Haha, Reese ist der Beste! High Five? Irgendwer? Okay, okay, schon gut. Hey, melde dich, wenn du dort bist. Komm und hol's dir! Na gut, dann Gott sei Dank, man gibt's die Pumpgun. Eine heftige Pumpgun. So, 400, ja, komm. Und du? Nee. Du? Ja. $13, yeah, das hat sich voll gelohnt. So, dann wollen wir mal hier rein. Also nicht in die Kiste rein, ne? So. Hui! Skywell 27. Nice. Okay. Bin auf der Oberfläche, Reese. Hat das tatsächlich funktioniert? Ich meine, natürlich hat es funktioniert. Keine Killersphären in Sicht. Killersphären? Nicht wichtig. Nach Zeros Informationen treibt dein Kammerschlüsselfragment den Laser an. Wir müssen nur den Kontrollraum finden. Geh zum Haupttor. Keine Killersphären. Na schön. Hier spricht man auch viel, viel langsamer, finde ich voll gut. So ein kleines Detail. Hui. Sehe ich von hier oben schon Feinde? Weil die könnte ich absnipern. Hui. Nee? Na gut. Hui. Ah, ich liebe es, dass es hier keinen. Kisanara, Katagawas Vergnügungsjacht. Man sagt, dass er seine Geschwister bei einer Party darauf umgebracht hat. So wurde er zum Direktor für Fusionen und Übernahmen bei Maliwan. Oh, übrigens, sei vorsichtig. Man muss sich erst an die geringe Schwerkraft gewöhnen. Oh, nee, gar nicht. Ich find's cool. Volles Pfund! Gut. Ah, hier gibt es überall solche Kristalle. Das habe ich geschafft gerade. Wegen den Kristallen muss man wahrscheinlich irgendwann später nochmal herkommen. Wenn man die dann aufbrechen kann. Alter, das macht voll Spaß. Ich hab dich gefressen. Ja, zum Glück nicht. So. Dann geht's weiter. Was ist das hier? 91. Waffenschild, also Waffenschild. Hier ist noch was und dann geht's weiter. Warte, da drin ist noch so ein Echo-Ding. Kommt man hier durch? Komm schon. Vielleicht von der anderen Seite. Hui! Boah, ist das geil. Das macht so Spaß. Komm schon. Nein! Doch! Yes! Aber hier kommt man auch nicht durch. Das ist doch doof. Naja. Sturmsoldat.
So, wo ist der andere hin? Da. Da. Uiuiui. Da unten ist noch einer. Nice. So, aber wie komme ich jetzt hier rein? Warte, ich jump mal nochmal auf die andere Seite. Vielleicht war da irgendwas. Komm, du bist doch ein dünn Mädchen. Ach. Ja, egal. Dann lassen wir es erstmal aus. Dann lassen wir das erstmal aus. Juhu. Was ist das? Nix. Wie so eine kleine Diva ist der da so. Hey, ja, also. Wie geht's hier? So. Jump, jump, jump around. So, loot, 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 loot. Ein bisschen blöd, dass es so nicht kleiner geht. So, nicht kleiner wird, wenn man näher dran ist. Man muss immer ein bisschen weiter zurück, damit man es lesen kann. Aber okay. Egal. Aha. Ui, Geld, 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 Geld. Money, money, money. Viel Glück im nächsten Leben. Na gut. Ah, jetzt bin ich hier drin. Na cool. Na schön, man kommt also doch rein. Du lebst, du lebst. Ja, 300. Come on. Oh Mann, der redet dann nicht weiter. Anfangs habe ich saure Gurken an Weißen verteilt. Doch schon bald habe ich mir Häuser und Yachten aus verkovianischem Schinken gebaut. Was? Und ich habe jede Menge Geld auf der Rage-Rennbahn verloren. Bald war ich pleite. Sie haben meine Schinkenjacht gepfändet. Atlas erkundete inzwischen die benachbarten Asteroiden nach Reichtümern. So bin ich an die Sache mit Skyball gekommen. Mann, war das ein Fehler. Eine Schinkenjacht. Was zum Henker? Gut, eine Schinkenjacht. Hätte ich auch gerne. Nicht. Ja, da schauen wir gleich nochmal vorbei. Nope, 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 nope. Nope. Yes. Nope. Nope. Oh, ich will Waffen. Gute Waffen. Hui. Da oben ist auch nichts drin. Nee. So. Dann geht's hier weiter. Oh, oh, da vorne sind ein paar Sicherheitskräfte. Erledige sie. Ich stelle sicher, dass sie keine Verstärkung rufen. Okay. Sie rufen Verstärkung. Hehehehe. Sniper Spot.
Ah, da. Oh, ein Sniper. Oh, da ist noch ein Digger. Und noch einer. Egal. Mach ich jetzt so platt. Der oben nervt ein bisschen. Na gut. Na gut. Nachladen. Ja. Da ist einer neben mir. Kann ich auch. Ja, aber die kommen von oben. Ja, okay, nicht wirklich. So, ja, 2,5 ist in Ordnung. Alter, ich kann sogar springen. Geil. Nice. Ui. Schmeiß doch nicht mit dein Lichtschwert. Es ist voll lustig, wenn man diese Riesendinger so wegsteuern kann. Nettes Schlachtfest. Ich suche einen
Weg hinein. Stecke ein Viper-Laufwerk in die Konsole, damit ich das Sicherheitssystem hacken und das Fragment finden kann. Wo? Ah, da. Ja. Das Viper-Laufwerk von Atlas verleiht ihren Hackerkünsten mehr Biss. Viper-Laufwerk. Okay, das Viper-Laufwerk ist ganz in der Nähe. Ich öffne jetzt das Tor. Auf der anderen Seite wartet Verstärkung, also such dir Deckung und mach sie Platz. Ah, da kommen sie. Rein in die Basis und steck ein Viper-Laufwerk in die Sicherheitskonsole. Ich hack mich rein und orte den Laserkontrollraum. Ja, dann sage ich mal hallo. Kaputt gegangen. Wahrscheinlich wegen die Badass. Dann gehe ich mal ein bisschen zur Seite. Irgendwie macht doch nichts mehr. So, ich weiß. Der Hauptlift führt runter zum Laser. Wir sind so schnell drin und wieder draußen, dass Katagawa nie erfährt, wer das war. Ja, der weiß das schon. Gut, gespeichert. Und ja, ich würde sagen, wir schauen dann das nächste Mal wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.